Matthias Marx, Sie haben sich für eine Behandlung bei der Moser Medical Group entschieden. Sie haben sich dafür entschieden, für Ihr Wohlbefinden und in sich zu investieren und Haare statt Glatze. Wann ist denn Ihnen selbst aufgefallen, dass Ihnen die Haare ausgehen? Boah, da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter zurückgehen. Also, wenn man so Fotos durchschaut von der Vergangenheit, merkt man doch, dass einmal mehr Haare da waren. Aber ja, ich bin nachher zum Moser Medical gekommen und die haben mir das ermöglicht. Darum bin ich richtig gespannt auf das Ergebnis. Es ist ein großer Schritt. Sie haben sich hier beraten lassen bei Moser Medical Group. Was ist Ihr erster Eindruck von diesem Institut? Ja, es ist alles top organisiert. Man wird sehr gut behandelt. Du kommst rein, du fühlst dich gleich willkommen. Also ist wirklich top. Wie haben denn Ihre Kollegen und die Mannschaft reagiert, als Sie gehört haben, dass Sie sich für eine Transplantation entschieden haben? Ja, am Anfang, glaube ich, haben es alle nicht wirklich ernst genommen. Bis ich nachher gesagt habe, ja, es ist so und ja, wir sind eine super Partie in Innsbruck und ich glaube, alle, die was da beteiligt sind, die drücken mir die Daumen und sie wissen auch, wie gerne ich das hätte, Haare. Und ja, nein, es macht, wie soll ich sagen, ja, die Vorfreude steigt einfach. Wie haben Sie sich auf den morgigen Tag vorbereitet? Vorbereitet direkt habe ich mich nicht, ich lasse eigentlich alles auf mich zukommen, das mache ich meistens so, also ich gehe auch nicht mit irgendeiner Vorfreude rein, weil ich weiß, es wird ein sehr langer Tag, aber ich glaube, dass das Ergebnis zu 100% passen wird. Kennen Sie jemanden aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, der schon mal eine Haartransplantation vorgenommen hat? Ein Kollege von mir, der Husbeck Philipp, der war, glaube ich, im Juni da, der hat das auch gemacht. Ich habe mich mit ihm zusammengeredet und es war einfach nichts Negatives dabei. Ich habe nachher den Herrn Moser wirklich auch selber kennengelernt. Und das hat mir eigentlich als Zeichen gegeben, dass das ein richtig guter Schritt ist für mich und er hat es mir nochmal bestätigt. Also von dem her, ja, ist einfach top, dass das so geklappt hat. Matthias, Sie haben sich für die Einzelhaarmethode entschieden. Was ist der Vorteil von dieser Haarentnahmetechnik? Also ich bin jetzt auch nicht so der Spezialist in dem Gebiet, aber was ich mir erklären habe lassen ist, dass für uns Sportler einfacher ist, dass man wieder im Beruf oder bei mir jetzt im Fußball einsteigen kann, dass ich gleich nach knappe zwei Wochen wieder voll im Training teilnehmen kann. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich für die Methode entschieden habe. War das für Sie auch wichtig, quasi wie ein Sprungbrett, dass auch ein Kollege an die Öffentlichkeit mit dieser Behandlung gegangen ist? Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, auch bei Männern ist das ein bisschen ein Tabuthema, dass einem die Haare ausgehen. Und von dem her möchte ich da ein bisschen helfen, dass andere auch in die Öffentlichkeit treten und einfach zu dem stehen. Man kann sich auch nicht ändern und von dem her glaube ich, dass das ein richtig guter Schritt ist. Gibt es eine Einschränkung im Training, worauf Sie aufpassen müssen, auf Bewegungen oder vielleicht der Kopfball? Wenn ich das richtig mitgekommen habe, ist mit dem Kopfball sicher, oder sollte ich zumindest aufpassen. Ich glaube auch 3 bis 4 Wochen, aber das ist auch mit dem Verein alles abgeklärt, also von dem her sollte es kein Problem sein. Wer war denn in der Familie der oder die Erste, die gemerkt hat, dass dem Buben die Haare ausgehen? Ja, ist eine ganz lustige Geschichte. Also ich bin einmal nach einem Auswärtsspiel, bin ich heimgefahren in die Steiermark und dann sowieso zu Oma, ob sie das Spiel geschaut hat und ja, sicher. Und wie war es? Sag sie, ja, ich hab da immer nachgeschaut und sage, was hast du mich kennt? Und sie sagt, ja, der eine mit der Glotze. Und so hat es nachher eigentlich angefangen, war ein kleiner Schlag ins Knack. Welche Veränderungen erwarten Sie sich beruflich oder auch vom privaten Gefühl her? Vom privaten Gefühl einfach vielleicht mehr Selbstvertrauen, dass ja, wie soll ich sagen, einfach in die Öffentlichkeit gehst, du weißt, du hast Haar, du kannst eine Frisur machen und du schaust was gleich, also von dem her schon. Und im Fußball ändert sich nicht wirklich was, weil es ist eigentlich gleich wie vorher. Also für mich hat das nachher im Fußball macht es keinen Unterschied, ob ich Haare oder keine habe. Aber im privaten Leben ist es natürlich ein riesiger Unterschied. Matthias, auf Ihrem Trikot steht ganz groß, Haare statt Glatze, ich hab's gemacht. Was möchten Sie mit dieser Aussage, die Sie auch in die Öffentlichkeit tragen, denn bewirken? Ich habe es vorher schon erwähnt, das ist eine super Partnerschaft, glaube ich, und es zieht jeder seine Vorteile daraus, Wacker Innsbruck, ich und natürlich auch der Herr Moser. Also von dem her will ich beitragen, dass junge Männer, die was gleich alt sind, älter oder jünger wie ich, dass die auch den Schritt machen in die Öffentlichkeit und sich dazu äußern oder dazu beitragen. Und ja, man sieht, dass die Ergebnisse top sind. Man braucht nur auf die Homepage von Moser Medical gehen und ja, da ist eigentlich alles gesagt dann.
Matthias Mark, morgen ist der Tag der Behandlung. Welche Gefühle kommen da hoch und haben Sie Angst vor morgen? Na, Angst würde ich nicht sagen. Also es überwiegt die Vorfreude, weil ich bin wirklich gespannt, was passiert, wie das Endergebnis ist. Und das ist eigentlich das, was überwiegt. Also vor Angst ist eigentlich keine Rede. Matthias, wenn Sie in den Spiegel schauen oder sich Fotos ansehen, was stört Sie besonders? Ja, ich würde nicht sagen, dass von Tag zu Tag lichter wird, aber mit der Zeit, man merkt schon, dass die Haare weniger werden. Und bei uns in unserem Sport oder im Fußball speziell, wir haben Mannschaftsfotos, Einzelfotos. Und da merkt man doch, dass von Jahr zu Jahr immer, aber es wird weniger, das kann ich nicht abstreiten und das ist ein großer Grund eigentlich. Matthias Mark, für morgen alles Gute und vielen Dank fürs Gespräch.